Hey, und jetzt willkommen zurück bei Let's Play Ion. Und ja, ich habe mal so ein ganz kleines bisschen die Kommentare durchgelesen bzw. abgewartet. Und ich finde es super, dass ihr mir zugesteht, dass ich, oder erlaubt in Anführungszeichen, dass ich mit dem englischen Client spielen kann. Das ist wirklich viel angenehmer für mich. Also, ich weiß ja nicht, aber das mit Deutschen, das ist nicht ganz so. Ich muss mich zwar wieder einfinden, aber trotzdem, das hier ist schon geiler. Wir müssen ein paar mehr von diesen Agenten töten, weil die nicht alle droppen. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was sonst in den Kommentaren steht. Ja, was ich jetzt gerade dadurch nicht beantwortet habe, das werde ich gleich noch per Nachricht beantworten, weil, ja, keine Ahnung, ich war gerade ein bisschen Panne und habe mir überhaupt nicht gemerkt, was ich da eben gelesen habe. Shit, ne? Oh cool, hier kaufen die Leute das Schwert bei uns, verkaufen die das. Ach, das ist genial, wie das auf Server unterschiedlich ist, wer was will. Brauchen wir noch Schleimis? Ich weiß es gerade gar nicht. Also ich weiß, wir brauchen keine Wasserpflanzen mehr. Aber Schleimis? Muss ich mal hier durch? Das sieht übrigens sehr komisch aus, dass die eine Quest abgeschnitten ist. Aber okay. Ja, wir brauchen noch 10 Schleimis. Zwei Schleimis, nicht 10. Hey, was ist das denn? Ist das die Harfe? Ja, ne? Oh. Eieiei, ist das genial. Das ist fast die beste Sockelung, die überhaupt geht. Die beste wäre dann mit Emag plus 8 dann noch darauf. Und das ist so... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Also, es gibt Embu 27er Emag 7er. Die sind schon sehr teuer. Und es gibt Emag 27er... Quatsch, Embu 27er Emag 8er. Und die sind nochmal ein Ticken besser, aber dafür sind sie auch ständig, also man muss echt Glück haben, dass man das mal im AH sieht. Und die sind auch derbe teuer. Man muss bedenken, man hat ja, außer man nimmt Ankerhelfen, keine 100%ige Rate, dass sie raufgehen. Und von daher kann das mal sehr teuer sein, ein Set damit komplett zu sockeln. Also, ihr seid allein schon bei den Steinen, kann man sagen, kosten die ungefähr 70 Millionen, wenn ihr Glück habt. Und von daher, das ist schon ganz schön teuer. Bitte einmal, genau, perfektos. So, ihr seht, dass ich hier momentan so ein Event habe. Wir müssen nämlich nachher nur nach Pande gehen und dort gibt es diese Event-Quest, wo man Rollen herkriegt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich auf diesem Server auch mal machen. Und wir sollten eventuell... Ach, wir haben gar keine... Haben wir sonst noch eine Laufrolle? Ja, haben wir noch. Okay, gut. Das sind 30 Minuten und das sind 5 Minuten Rollen. Wir nehmen die hier. Und ja, im A-Hängischen heißen die nicht drauf, diese hier nicht Laufrollen, sondern NX, RX und sonst was. Also, ja, ist halt ein bisschen anders. Ein bisschen cooler, sagen wir es mal so. Ein bisschen cooler. So, die Quests hier in dem Bereich sind großteils weg. Hier vorne müssen wir eine abgeben. Aber ich möchte erstmal gerne hier in die Stadt. Wo bin ich denn überhaupt gebunden? Bin ich in der Stadt gebunden? Da, nö. Ich bin hier... Nee, wo ist denn das Camp? Das Camp ist in Bedustan, ne? Müssen wir uns da gleich binden. Tut mir übrigens ganz, ganz, ganz doll leid, dass ich momentan die Folgen so extrem spät... Ich laufe voll falsch. Extrem spät bringe. Aber... Irgendwie passt es momentan nicht besser. Also, das ist immer so, dass ich... Ja, ich habe einfach momentan ein bisschen zu viel zu tun. Und dann komme ich dann erst meistens jetzt immer nur... Och, jetzt ehrlich. Um den Tier-Raid rum, um die Zeit aufzunehmen. Weil ich später dann ja auch anfange zu streamen. Und das ist immer wirklich so ein ganz minimales Zeitfenster, in dem ich aufnehmen kann. Ich muss mir bald mal einen Vormittag oder so vornehmen... Also heute ist ja, heute ist Freitag, ne? Heute müsste Freitag sein. Ist ein, ja, müsste ein Freitag sein. Dass ich dann jetzt die nächste Zeit ein bisschen vormittags alles aufnehme, ein bisschen Voraus habe, weil ich momentan echt das Problem habe, dass ich an dem Tag, wo die Folge kommt, im Grunde eine Stunde vorher die Folge erst aufgenommen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein... Wie, dass das vielleicht ein ganz kleines bisschen stressig ist. So, da können wir jetzt 3 Quests abgeben. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz schnell das nächste Level werden. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alle in Brustonin machen möchte. Ja, die brauche ich nicht mehr auszuwählen, ist egal. Aus dem einfachen Grund, die Brustonin-Quests sind vom Level her nicht... Also, die sind 45, ihr seht es ja. Und theoretisch sollten wir nach Gelgmaros gehen. Das hier unten sind die. Das sind die 51er plus. Das heißt, wieder eine Frage an euch. Soll ich jetzt die Quest hier sein lassen? Außer jetzt die, die ich schon fertig habe, wohlgemerkt. Und danach Gelgmaros weitergehen, damit wir schnellstmöglich leveln. Da ist eine Folgequest. Ich nehme sie erstmal an. Ich kann sie ja jederzeit passen. So, passen heißt es. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Ja, ihr habt es bemerkt. Also, ihr könnt da ein bisschen mitbestimmen, was ich denn jetzt hier machen soll.
Die Repeat-Quest brauche ich hier nicht zu machen, selbst wenn sie eigentlich ganz gut EP gibt und Kinar. Aber ich möchte sie nicht 30 Mal machen, von daher lassen wir sie einfach. Hier vorne ist auch wieder eine Asphalumbra. Die Stimme ist so weich und wow. Ne, habt ihr es auch gerade gedacht? Echt heftig. Ja, nee, ich nehme euch die Entscheidung vorweg und ich gehe nach Gelgmaros. Das hat hier. Das ist so sinnlos, so ein bisschen. M-Boost. Weil ich bin einfach vom Level her höher. Komplett. Von dem, was ich machen sollte, bin ich höher von allem. Deswegen, das ist so. Also klar, in wir wollen Quest erforschen Sinne ist es echt geil, dass ich hier noch bin. Aber im Sinne von wir wollen 65 werden, ist es sehr dumm. Wir wollten da mal ein bisschen Loot weggeben. So, jetzt ist es schon ein bisschen besser. Das ist schlechter als unseres. Ich weiß gerade nicht, ob wir das. Haben wir das Platinzeug an? Nee, das ist ein 36er. Platin müsste höher sein. Haben wir denn. Ja, wir müssten genug Platin haben. Was ist das denn? Ach, das ist. Genau, ich wollte gerade den Skinner angucken, habe ich gesehen. Stopp, ich habe ja sogar den Skinner an. Da vorne sind die Platin-Teile. Ich war die gerade die ganze Zeit bei den Häusern gucken, wo zum Teufel die sind. Und ja, jetzt habe ich sie gefunden. So, und dann geht's jetzt gleich nach Gelgmaros. Beziehungsweise Kampagnen machen das der Mage. Nice to meet you. Kein Reward. Armor und die letzte Seite natürlich. Nein, das ist ja die letzte Seite. Weil wir das Beste wollen von dem. Und wir können mal eben kurz da durchschauen. Das haben wir. Wie viel das uns insgesamt kosten würde. Das können wir uns nicht leisten, aber wir können uns bei. Ja, wir können uns die beiden Teile leisten. Dann holen wir uns die mal. Jo. Und, ups, da habe ich jetzt gerade mich ein bisschen schief auf die Tastatur gekommen. Das ist voll okay so. Und dann verkaufen wir wieder den Rest. Was ist das hier genau? Das sind die Arena-Tickets. Na, falscher Raum. Arena-Tickets, die könnten wir auch mal bald. Muss ich mal schauen, ob ich die jetzt irgendwann mal bald in die Arena gehe oder ob wir jetzt erst 65er machen, weil das ist echt heftig, diese. Ich weiß gar nicht, wie viele. Man kriegt ja auch aus der Veteranenbelohnung noch ein paar Arena-Tickets, oder? Meine ich schon. Das hat jetzt lange gedauert, bis dieser Stein gekommen ist. Was wir machen könnten, wäre mal eben die Preise für diese ganzen VZs angucken und dann die VZs verkaufen. Was haltet ihr davon? Ja, ich finde die Idee auch gut. Gut, dann machen wir das mal eben. Weil mir die ein bisschen das Inventar zu müllen. Vor allem total sinnlos sind. Ich meine, es sind ja nur VZs. Von daher schauen wir mal nach. Der kleinste ist 40. Also von 40 bis und dann wie Enchantment Stone. Und dann können wir die eingeben. So, die niedrigsten davon kosten 33. Also kommt ihr für. Wähle ich aus. 32 rein. So, der nächste ist ein 41er. Suchen. Ja, die sind jetzt den Grund nach genauso, deswegen packe ich euch für 22,5 rein. Und euch für die 43er packe ich für Suchen 33 jetzt einfach rein. Ich finde es sinnlos, wenn ich teurere, also bessere Steine für schlechteres Geld anbiete. So, jetzt aber. Der nächstbeste ist ein 44er. Und suchen. Und die kosten jetzt 45, also 5, 4, 9, 9, 9, 9, 9. Und 9 zu viel. Gewöhnungsbedürftig ist das, wenn man so kleine Preise eingibt. Und ihr mögt zwar jetzt sagen, ey, das ist ja doch, das ist echt minimalistisch, was du hier rauskriegst, aber ich mache es trotzdem aus einem einfachen Grund. Weil es nun mal Kina ist und wir Kina brauchen, beziehungsweise wir brauchen es nicht so dringend, aber wieso sollte ich die Sachen wegschmeißen? Das hatte übrigens einen Grund, dass ich es aufgekauft habe, weil hier ist der nächste 46er. Das heißt, ich bin unter den Preisen der 48er im eigentlichen Sinne. Und ja. Ich glaube, die biete ich. Habe ich die jetzt? Ich glaube, die habe ich jetzt für da. Das heißt, den kann ich so anbieten. Wie teuer soll ich den denn? Da hat irgendwer den Preis hochgemogelt, dadurch, dass er einen sehr hohen reingestellt hat. Egal. Die haben echt keine Ahnung, wie man die Teile reinstellt. Das ist schlimm. Du guckst dann nach und es ist einfach komplett der falsche Preis. Also im Sinne von, dass es halt dumm geregelt ist von denen. Und nicht aufeinander aufbauen, sondern einfach nur, ja, ich stelle jetzt meinen rein und dann ist das gut für mich. So finde ich das besser.
Und dann ist auch irgendwann so eine riesige Lücke zwischen denen. Ups, jetzt bin ich auf Nummernblock gekommen, das war falsch. Wie viel sie kosten und das ist halt nicht gut. Vor allem das hier ist jetzt ein 65er, ne? Hier unten ist der nächste 65er und diese 71er sind billiger als dieser 65er. Das heißt, wenn jetzt jemand einen 65er kaufen wollte und nur hier 65 eingibt, dann sieht er nicht, dass der 71er viel billiger ist und theoretisch auch besser. Deswegen immer so bitte suchen, wenn ihr irgendwas suchen wollt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. W300. Bestätigen. Jo, und einen haben wir noch, einen 38er. Dürften wir jetzt ungefähr auf den gleichen Preis kommen, weil der hier scheiße reingestellt ist. Beziehungsweise, weil die anderen dort mit den Preisen echt nicht geguckt haben. Ich meine, die kosten einfach mal 100.000 mehr. Und ja, ich weiß, dass ich theoretisch auch den höheren Preis nehmen könnte, aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute schlau sind und überprüfen, ob sie billigere kaufen können. Und dass einfach nur die, die reinstellen, zu dumm waren, das zu überprüfen. Deswegen haben wir das jetzt so reingestellt. Und jo, fertig. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. So, wir wollten nach Bedosan gehen, ne? Was ist das denn? Von welchem Event habe ich die denn? Die muss ja schon ewig alt sein. Habe ich noch eine Panderolle? Ja, habe ich. Gut, dann nehmen wir nämlich die Panderollen. Ist ein bisschen angenehmer zu laufen. Beziehungsweise zu porten, weil wir eh noch ein bisschen weiter porten müssen. Und ja. Irgendwann müssen wir auch mal hier unsere ganzen Münzen verkaufen, ne? Oder ich könnte sie mir auf meinem anderen Schau rüberziehen. Ich ziehe jetzt gerade auf Komedia einen zweiten hoch, dann könnte ich mir schneller dort das Set holen. Das wäre vielleicht sogar eine sinnvolle Idee. Also das ist das, was ihr später letztendlich macht. Euch selber die ganze Zeit Sachen zuschicken, damit es ein bisschen besser ist für euch. Oder angenehmer zum Leveln. Und man nutzt den Grunde nach aus, dass man einen höherleveligen Char schon hat. So, hier gibt es Rollen. Ach genau, was ich machen wollte, ist hier bei Maderik, was auch immer. Event Schokolade, ich höre zu. Und die Schokolade habe ich hier vorne in meiner Post. Ich muss mal eben kurz schauen, wichtig. Die habe ich nämlich noch nicht gemacht, dieses Fashion-Teil hier. Und da kriege ich den Schuru, den ich zwar nicht benutzen möchte, aber ich kann den ins Lager tun. Except, und da brauche ich jetzt das Praxzeug. Ich tack mal eben kurz raus, um. Ich bin nämlich gerade nebenbei im Ion Shop. Ich muss mich neu einloggen, weil ich mich so lange dort nichts mehr gemacht habe. Ich weiß, dass gerade für euch das Video hängt. So, loggen wir uns mal ein. Login. Oh, nicht, da stört das jetzt nicht die Aufnahme, das wäre echt blöd. Dann Bestseller. Und wo ist das Praxzeug? Da ist das Praxzeug. Moment, wir müssen noch den richtigen Char auswählen. Ich will nämlich nicht auf Vihalla den schicken, sondern auf. Chromede Select. Und schicken und schicken. Und da ist es eingetroffen. Ja, genau so macht ihr das. Bis auf, dass ihr es nicht gesehen habt. Aber egal. So, jetzt haben wir beide. Whoop, ja, ich möchte entschließen. So, jetzt kriegen wir dort unser Mjöl, das 15 Tage lang hält. Wenn ihr übrigens da noch Sachen drin habt, dann seid ihr ein bisschen gearscht, weil ihr dann den Grunde nach das Mjöl oder die Plätze nochmal braucht, um nochmal irgendwann an eure Sachen heranzukommen, denn die werden euch nicht irgendwie per Schock. Per Post zugeschickt, wenn er abläuft. Die sind einfach drin und bleiben drin. Bei denen hier ist es ein bisschen blöd, die stacken sich nicht mit den anderen, weil sie unhandelbar sind. Das heißt, ich mache sie einfach mal so bei uns selber rein. Was hast denn du für FZs? Nee. Da müsste ich gleich überprüfen. Aber ich weiß, dass sie bei uns auf dem Server viel billiger angeboten wird. Also, da gibt es Leute, die. Das ist echt krass, wie billig die anbieten. Wenn der unter 5,5, ja, die werden bei uns für 5,5 angeboten, deswegen, ja. Ich weiß auch nicht wie. Ich habe noch keine von denen benutzt, so als Info. Boah, Alter, wie viel hast denn du davon gefarmt? Krass, die gab es damals beim Valentinstags-Event, soweit ich es richtig weiß. Und das ist echt krass, die sind richtig gut. Das sind sozusagen die besten Getränke, die es gibt. Und ja. Jetzt wollen wir nach Gelgmaros sehen, ehe wir jetzt dort irgendwas aus den Shops rauskaufen. Wo ist eine Taube? Neuen Gelgmaros? Moment, wir wollen jetzt auch noch Gelgmaros. Mal gucken. Ist sie noch da? Da ist eine Taube! Guckt euch das mal an, da ist eine Taube! Lol. Wo ist die Taube? Hä? Ist die oben oder was? Nein, der ist im Hide. Wo ist der? Leute?
Das ist auch noch ein Violetter, das heißt, der ist da oben, okay. Das heißt, das ist ein 65er oder mindestens, ja, das ist ein 4. Lol. Was will denn dort Horus? Wie kommt man überhaupt dahin? Er hat bestimmt irgendein Flugteleport-Dings da benutzt. Hacker! Lol, ey. Nee, die möchte ich nicht machen. Geh mir erstmal dorthin, um die Quest abzugeben. Also gibt es doch noch einen Weg in die Safe Zone von Gelg. Anscheinend. Also hier sind extrem viele, ja, Wächterposten nenne ich es mal. Und dort kommt man eigentlich so einfach nicht durch. Ich weiß, man kommt durch, wenn man morpht und dann dort durchrennt. Aber eigentlich ist es viel zu viel Schaden. Vielleicht noch als größere Gruppe könnte man durchkommen. Aber es ist schon sehr schwer. Und dann sind da auch hin und wieder, wieso habe ich eine Kugel eigentlich? Egal, machen wir jetzt erstmal bei Kugel. Denn sind doch nur wir echt sehr, sehr starke Viecher, die da einem den Weg blockieren. Also es ist schon nicht nett, da durchzugehen. Wie soll ich mir die jetzt... Und wieso ist die... Hier, das ist eine 50er-Kugel, ne? Und die ist schlechter als die 46er. Plus 1, aber wohlgemerkt. Aber trotzdem, die dürfte eigentlich nicht so viel schlechter sein. Das ist... Ach, die da vorne ist gefused. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das hatte ich gerade nicht gesehen gehabt. Deswegen, ja, war mir das ein bisschen suspekt. Die da vorne wollen wir auch noch annehmen. Einmal mit Profis. Als wenn man direkt einmal mit Profis laufen könnte. Ich muss mal eben kurz raushaben, Zeit gucken. Okay, die ist noch ganz okay. Ist das hier der richtige Raum? Ja, so. Have you business with me? Nein, habe ich nicht, aber ich möchte gerne eine Stigma-Erweiterung so bald wie möglich holen. Deswegen habe ich deine Quest angenommen. Wie viele Quests haben wir frei? Zwei. Ja, Asphilumbra. Annehmen. Der hat eine verdammt tiefe Stimme gehabt. Fand ihr es nicht auch? Also ich fand die Stimme gerade extrem tief. Das ist was? Das ist die Dread, okay. Also denke ich mal, wenn ich das jetzt gerade so spontan in Windeseile richtig gelesen habe. Spontan in Windeseile. Aha. So, wir wollen hier runter und den... Do you have business with me? Das ist ein alter Opa, der passt bestimmt zu dieser alten Hexe, die überall rumläuft. Und ihr merkt, dass wir überall hier Mithril kriegen, das hat auch seinen Grund. Weil das das nächstbessere Set ist. Warte mal. Also Münzset wohlgemerkt. Ich würde gerne die Leute laden, danke sehr. Hail Deva. So, wenn ihr es hier anschaut, jetzt hier Armor und dann das untere, ihr seht, ist es besser, aber es kostet auch dementsprechend 403 Mithril plus noch natürlich die Waffe, die man noch mit sich selber fused. Und was ist das mit dem Reward? Ach, da. Was kriegt man denn daraus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es 775. Hail Deva. Und man hat früher immer. Ion has led you here. Welche ist das? Das ist die richtige. Welcome. Dieses hier gemacht, um hoch. Lol, die gibt immer noch EP. Okay, ich dachte, sie gibt keine EP mehr, weil alle anderen keine EP mehr geben. Oh, die ist plus 6, die ist nice. Egal. Wir nehmen die einmal an, ich werde die garantiert einmal machen, deswegen her damit. Ich habe keine Quest mehr frei. So, welche kann ich denn passen? Dich passe ich. Tschüss. Jetzt ist die Quest weg. Ja, Greetings. So. Und ich würde mal sagen, alles Weitere machen wir erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis 33 Millionen. Bist du verrückt? Als wenn dich jemand verkauft dafür. Egal. Ich wünsche euch dann noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und bis die Tage. Tschüss.